Hi Leute, Forti hier. Zeit für ein neues Overwatch. Wir sind mal wieder auf Cash. Ich hatte ja gedacht, dass jetzt inzwischen schon das neue Das 2 online ist, also wirklich auch spielbar im Matchmaking. Ich weiß noch nicht, vielleicht ist das auch schon der Fall oder nicht. Und einmal Stopp. Nochmal kurz ein kleiner Hinweis. Beim Editieren dieses Videos sind mir tatsächlich noch einige Dinge aufgefallen, die ich während des Overwatch selbst übersehen hatte. Es kann einfach manchmal schwierig sein, zu quatschen und sich gleichzeitig voll auf den Suspect zu konzentrieren. Aber naja, als ich mir das Video hinterher angeschaut hatte, ist mir halt einfach aufgefallen, dass der Suspect sehr oft dumm in der Base rumhüpft. Und das bedeutet ja häufig, dass er in diesem Moment seine Cheats aktiviert, während des Hüpfens oder mit dem Hüpfen. Dann hat der Suspect auch mehrmals relativ eindeutig in die Wände geguckt und ich war einfach in dem Moment irgendwie unaufmerksam oder abgelenkt oder wie auch immer. Naja, wie werde ich da wohl entschieden haben? Schaut am besten selbst und ja, am Ende machen wir natürlich wieder eine Case auf. Viel Spaß! Sah schon sehr verdächtig aus. Zum einen konnte er den CT jetzt hier gerade nicht so richtig sehen eigentlich. Und auch sein Schuss hat da eingeschlagen, wo er eigentlich gar nicht drauf war. Der Schuss ist in die Kiste gegangen. Okay, Griefing ist safe. Aber auch... Man kann natürlich die Steps wahrscheinlich gehört haben. Die Schüsse mit der Deagle fand ich seltsam. Also da müssen wir echt mal ein bisschen genauer gucken. Zur zweiten Richtung Main. Also, ja gut, es ist natürlich ganz normal, da NBK abzuchecken. Ja. Aber... Gut, den macht er jetzt nicht mehr. Die CTs, die führen 2 zu 0 und die hatten auch schon in der zweiten Runde direkt die M4 geholt. Also irgendwie hatte, glaube ich, der Dalmatian da schon 4 Frags in der ersten Runde gemacht oder so. Dass er so viel Kohle hatte. Auch das, also sein Crosshair zuckt echt irgendwie auf den Head, auf den Kopf. Wieder ein Headshot. Der nächste, er hat auch direkt den nächsten irgendwie so ein bisschen im Visier. Ist das Zufall? Auch da, er war eigentlich nie im Leben drauf, oder? Also ich glaube, der lockt doch rein, oder? Und er guckt auch so ein bisschen, ich meine, er versucht es absolut zu hiden. Also wenn er cheatet, dann ist das nicht ganz so krass auffällig eigentlich. Oh, der hat auch hier schöne Skins am Start. Also der Skin kostet sogar ordentlich was. Je nach Condition. Ich glaube, das könnte irgendwas mit viel Tested sein oder so. Könnte vielleicht ein 10er kosten, 15 Euro oder sowas. Auf jeden Fall scheint er mir dennoch zu cheaten. Also seine Schüsse schlagen da ein, wo er eigentlich nicht drauf ist. Also der macht Headshots, wo er eigentlich gar nicht drauf ist. Aber er kriegt auch selber manchmal schöne Schellen oder schöne Shots ab. Hier schon wieder Griefing. Ich weiß nicht, ob er reintrollt oder was, aber... auch sein Abcheckverhalten sozusagen. Also er guckt häufig auch irgendwo in irgendeine Mauer, wo dahinter sich ganz zufällig irgendein Gegner befindet. Also obwohl er also jetzt, keine Ahnung, diese Runde zum Beispiel war das jetzt nichts und die CTs führen auch 5-0. Wir beobachten einfach weiter, aber seltsam fand ich es dennoch. Egal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wir haben nur noch 3 Runden oder sowas, die wir hier gucken. Also es sind meistens ja 8 Runden an der Zahl, die man im Overwatch sehen kann. Ja, wieder Headshot. Ich meine, es ist ein... Er hat ja jetzt auf Yellow eigentlich schon einen CT abgeknallt. Warum aimt er immer noch Yellow ab? Warum? Also eigentlich ist das untypisch, dass an Yellow mehrere CTs stehen. Kann natürlich immer alles sein, aber... Hat er den vielleicht auch schon gerochen? Das meine ich. Ja, auch da. Er nimmt die Waffe raus, weil er... Na gut, ich meine, der CT hätte vielleicht schon gesehen werden können. Eigentlich nicht. Er hat ja keinen Kontakt vorher in der Mitte. Der ist einfach durch die Garage durchgepusht. Und der Suspect hat dann die Waffe rausgezogen. Wenn er wusste, okay, ich treffe gleich... Ja, er spielt auch auf Vision, Alter. Und natürlich auch... Er aimt gar nicht so richtig. Er sprayt einfach rein und trifft ins Gesicht. Also ich glaube, er hat hier beides einfach an. Plus Griefing.
obwohl er hier Skins hat. Neulich hat jemand von euch mal in meine Kommentare geschrieben, natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass er zwar mit Skins auch reincheatet, aber dann die Skins nach dem Match irgendwie einfach wegschickt auf seinen anderen Account oder so, um sie nicht zu verlieren. Weil wenn er mit Skins cheatet und sein Account gebannt wird, während seine Skins im Inventar sind, dann hat er keinen Zugriff mehr drauf. Er kann sie natürlich nicht nutzen, weil der Account ja gebannt ist. Und er kann sie aber auch nicht verkaufen oder wegtraden oder sowas. Dann sind sie halt nicht mehr brauchbar. Also die sind zwar immer noch auf dem Account, aber ja, nichts, für nichts zu gebrauchen. So, die letzte Runde, oder? Oder wie viel haben wir noch? Ich bin eigentlich zu 95% festgelegt, dass er eigentlich schon reincheatet hier. Weil er echt häufig irgendwelche Gegner durch die Wände anguckt und auch sie sehr genau riecht, dass die genau da und da kommen oder da und da stehen. Er aimt natürlich auch ein bisschen ab, aber jetzt ist natürlich auch klar, ja, die Smoke war jetzt Weltklasse. Das ist ja auch so ein Punkt. Er hat eigentlich keine Ahnung von Smokes oder ich weiß nicht, die laufen einfach durch. Ist ja jetzt kein High Rank oder so. Ein bisschen blocken die sich auch noch gegenseitig. Zwei CTs im Retake, einer hinten. Ja, der ist ja auch direkt quasi mit dem Crosshair durch die Wand, so mehr oder weniger auf dem auf dem CT gewesen, der da von hinten pusht. Er läuft einfach weg. Sieht ultra strange aus, was er macht. Und er hat natürlich auch eine 90-prozentige Headshot-Quote mit ziemlich hohem Damage-Durchschnitt auch jetzt. Ich meine, weiß ich nicht, ob das jetzt Zufall ist oder nicht. Das sieht natürlich echt verdächtig oft danach aus, als würde er seine Gegner einfach durch alles Mögliche durch angucken. Ich glaube, jetzt kommt die letzte Runde, die wir hier zu sehen bekommen. Wundere mich auch, dass die Demo so ein bisschen ruckelt. Ich weiß nicht, ob das der Suspect ist. Er hat eigentlich ein Ohr. Naja, 66er Ping ist jetzt auch nicht so das Beste, aber geht eigentlich. Er ruckelt. Alter, ist er wieder irgendwie da drauf. Ja, das muss Vision sein. Da, er schießt, bevor der gepiekt hat. Ja, der zielt hier da hinten. Auch der. Also, der hat hundertprozentig Cheats an. Und lockt natürlich wieder direkt rein. Ja, komm, weg damit. Die letzte Runde hier hat es mir nochmal offensichtlich gezeigt. Also Vision ist einfach hundertprozentig safe und auch sein Lock ist halt mega auffällig. Ich will natürlich auch niemanden einfach so bannen, der vielleicht irgendwie teure Skins auf seinem Account hat, ja? Also bannen lassen sozusagen. Kann ja keinen niemanden bannen, sondern ja, auch da guckt er ihn einfach stumpf schon durch die Wand an. Ich kann ja niemanden bannen, sondern ich gebe mir nur mein Urteil ab und wenn das in der Summe. Ja, komm. Ganz unauffällig. Ins Gesicht gepflegt wieder mal. 92% Headshot-Quote. Also nochmal, ich kann ja niemanden bannen in dem Sinne, sondern es muss halt schon in der Summe ein einheitliches Urteil geben, dass viele Overwatcher sich einig sind, also insgesamt einfach das Gleiche angekreuzt haben, angehakt haben. Und dann wird er vermutlich gebannt. So, mein Freund. Und Griefing geben wir dir auch noch. Keine Ahnung, von mir aus nicht. So, und jetzt machen wir eine Case auf. Wenn ihr es anders seht, wenn ihr denkt, er hat nie im Leben an. Oben rechts ist die Abstimmung. Eure Meinung natürlich auch gerne in die Kommentare. So, und jetzt kommen wir zur Case, One Knife Challenge. Wir haben noch kein einziges Knife rausgezogen aus der einen Case. Und jetzt zum zweiten Mal eine Spectrum Case. Mir würde ja auch schon entweder eine Decimator oder Bloodsport reichen. Aber jetzt ziehen wir einfach ein Knife, ja? Also, irgendwann muss ja auch kommen, ne, das Knife. Oh, stopp, stopp, stopp. Fuck, fuck, fuck. Fick dich, ey. Sorry. Aber ich hätte zumindest gerne die scheiß Fever Dream, obwohl ich die so scheiß hässlich finde. Jetzt werde ich echt scheiß angepisst. Nein, keine Ahnung. Was ist das? Factory New? Factory New. Naja, gut, der gute alte Gabe weiß, wie er sein Geld kriegt, ne? Sieht zwar ganz okay aus, ist natürlich dennoch nichts gegen die Fever Dream.
die hätte vielleicht ein paar Euro gekostet, weiß gar nicht genau, wie teuer. Auf jeden Fall wäre das einfach wesentlich besser gewesen als so ein Gammelskin hier. Na gut. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem Suspect. Hab ich mich geirrt? Weil, also es sind natürlich häufig unterschiedliche Meinungen. Manche denken, ja, okay, das und das. Also machen sich ein eigenes Bild und entscheiden das ganz anders als ich irgendwie. Oder, aber in der Summe muss ich feststellen, das könnt ihr ja auch nachgucken in den in diesen Abstimmungen oben rechts. Ich mache ja in jedem Overwatch eine Abstimmung, weil ich auch natürlich eure Meinung in der Summe auch gerne betrachten möchte. Also die meisten sind wirklich sehr, sehr häufig auch meiner Meinung. Und wenn ich mir zum Beispiel unsicher bin bei irgendeinem Suspect und sage, ja, ist zwar strange, aber ich drücke mir jetzt nichts, weil ich mir nicht 1000% sicher bin, dann auch das kreuzen viele halt genauso an, dass sie sagen, nee, der hat er nicht angehabt. Also ich weiß nicht, ne? Vieles flame dann natürlich los hier, ne, du hast keine Ahnung, du sollst aufhören Overwatch zu machen, bla bla bla. Aber dennoch interessiert es mich natürlich, wie die Masse entscheiden würde. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen, Daumen gerne nach oben, haut rein, bis denne.